wie schön, dass ihr wieder da seid. Kommt auf eure Füße auf. 1, 2, 3. Los geht's! You're doing a new thing, making my heart. Mit euch Gott zu preisen. Hey, ich freue mich total, euch zu sehen. Oh, hi Emmy. Hey, das ist doch mein Schuh, oder? Ah, der Nikolaus war da. Okay, kann ich den jetzt haben? Weil das ist ja eigentlich mein Schuh, Emmy. Emmy, jetzt mal ehrlich. Hey, wirklich. Gib mir mal den. Emmy, was machst du? Oh. Na gut, dann isst du eben die Schokolade. Okay. Ich freue mich so auf Weihnachten. Heute ist schon der zweite Advent. Und wisst ihr, dass wir an Weihnachten einen ganz tollen Christmas-Service für die ganze Familie haben? Kommst du auch, Emmy? Super. Na gut, aber für heute lasst uns noch zusammen beten, okay? Jesus, ich danke dir für die Weihnachtszeit und dass wir heute mehr über dich lernen dürfen. Wir laden dich ein, heute mit uns zu sein. In Jesu Namen. Amen. Hey, Emmy, ich glaube, jetzt reicht aber langsam mit der Schokolade, oder? Okay, Kids. Seid ihr bereit, Alberto heute wieder zu helfen, mehr über Weihnachten rauszufinden? Na dann, los geht's. Also, irgendwie kriege ich das Rätsel nicht gelöst. Dabs meinte, bei Weihnachten geht es mehr als nur um Geschenke. Er meinte, ich soll Fragen stellen und neugierig sein, um das Rätsel zu lösen. Und dann war da ja noch dieser Stern. Hey Kids, könnt ihr euch erinnern, was der Stern gesagt hat? Oh, stimmt. Der Stern sagte, es geht bei Weihnachten um einen Geburtstag.
Und um Gewürze? Hm? Was? Alberto, was machst du denn hier? Sag mal, frierst du nicht hier draußen? Hey, Jenny, schon dich zu sehen, ja, ein bisschen. Ach, weißt du, ich bin an einem Rätsel dran und weiß einfach nicht weiter. Worum geht es, Alberto? Es geht um Weihnachten. Ich versuche mit den Kindern rauszufinden, warum wir Weihnachten feiern. Na, das ist doch ganz einfach. Was? Es geht um Jesu Geburtstag und um Gewürze. Okay. Oh, ich hol mal etwas. Das wird dir dabei helfen. Ich bin gleich wieder da, Alberto. Aha, das gibt's doch nicht. Jenny sagt genau das Gleiche. Puh, solange wir auf sie warten, nehme ich hier jetzt mal Platz. Alberto! Hey, da bist du ja wieder! Na, hast du schon mehr rausfinden können, was es mit den Gewürzen auf sich hat? Nein? Na gut, dann wird es aber wirklich Zeit. Also mal ganz von vorn. In der Stadt Bethlehem wurde ein König geboren. Der König der Könige. Sein Name ist Jesus. Sterndeuter aus dem Osten kamen nach Jerusalem auf der Suche nach dem König. Sie sahen Sterne, die hoch am Himmelszelt waren. Sie haben sehr hell geleuchtet. Einer von den Sternen ist ihnen vorausgegangen und hat ihnen den Weg gezeigt. Die Sterndeuter sind dem Stern gefolgt, während er sie durch offene Wege, sandige Wüsten und durch grasige Felder geleitet hat. Schlussendlich haben sie ihre Reise in Bethlehem beendet, vor dem Haus von Maria und Josef. Konnte das der Ort sein, an dem der König ist? Sie gingen ins Haus und sahen Jesus mit seiner Mutter Maria. Sie knieten sich vor ihm hin und beteten ihn an. Die Sterndeuter reichten ihm ihre Geschenke. Sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Geschenke erinnern uns, wer Jesus ist. Er ist der Erlöser und der König der Könige. Die Sterndeuter waren so dankbar. Sie fragten Josef und Maria, wie all dies zustande gekommen ist. Wann hast du erfahren, dass du dieses Kind gebären würdest? Maria erzählte ihnen, wie Gott ihr den Engel Gabriel gesandt hatte, als sie in Nazareth waren. Der Engel sagte: Sei gegrüßt, der Herr ist mit dir. Er hat dich auf eine besondere Weise gesegnet. Der Engel hat Maria erzählt, dass sie ein Baby bekommen und dass es Jesus genannt wird. Er wird für immer herrschen und regieren. Maria hat dem Engel geantwortet und sagte: Ich diene Gott. Möge es so geschehen, wie du gesagt hast. Josef hat den Sterndeutern erzählt, dass er von einem Engel im Traum besucht wurde, der ihm gesagt hat: Josef, habe keine Angst, Maria als deine Frau zu nehmen. Das Baby, das sie in sich trägt, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen und du wirst ihn Jesus nennen. Als Josef aufgewacht ist, hat er das gemacht, was ihm der Engel gesagt hatte. Josef und Maria haben an Gottes Versprechen, mit dem er sie gesegnet hat, festgehalten. Sie waren treu und haben das Baby Jesus genannt. Den König der Könige. Ja, so war es. Jesus ist an Weihnachten geboren und ihm wurden Geschenke gebracht von Sterndeutern, die extra angereist sind, um Jesus zu treffen. Eines der Geschenke war Gold. Gold ist ein Geschenk für Könige. Die Sterndeuter brachten Jesus Gold mit, weil sie wussten, Jesus ist der König der Könige und er ist für uns an Weihnachten auf die Erde gekommen. Hallo Alberto! Alberto, hallo! Oh nein, das wollte ich doch nicht! Oh, sorry, oh, bin ich eingeschlafen? Ja, ich packe mein Stuhl weg. Hey, Henny, du bist ja schon wieder da. Du glaubst nicht, was ich geträumt habe. Ich glaube, wir haben einen weiteren Hinweis für das Weihnachtsrätsel entdeckt. Oh, wirklich? Das klingt ja aufregend. Was ist denn der nächste Hinweis? Wusstest du, dass Sterndeuter sich aufgemacht haben, um Jesus zu besuchen, als sie gehört haben,
dass er geboren ist. Und als Geschenk haben sie teure Sachen mitgebracht. Eines der Geschenke war Gold. Wow, echtes Gold? Das muss ja richtig teuer gewesen sein. Genau, Gold haben nur Könige geschenkt bekommen. Die Sterndeuter wussten, dass Jesus der König der Könige war. Sie wussten, dass Jesus nicht nur irgendein kleines Baby ist. Sie wussten, dass Jesus für uns alle als Retter auf die Erde gekommen ist. Deshalb haben sie Gold für ihn mitgebracht. Das ist mega! Alle wussten, wie besonders Jesus ist, schon seitdem er geboren wurde. Stimmt. Und weißt du was? Was? Ich glaube, Gott wollte uns damit auch ein Zeichen geben. Oh, ihm ist Jesus so wichtig und deshalb ist Weihnachten so toll, weil wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Zwar als kleines Baby, aber auch als König der Könige. Was ist das? Oh, schau mal, hier ist es. Die habe ich vorhin geholt, als ich kurz weg war. Eine Krone. Ein König trägt eine Krone, stimmt? Stimmt. Und wir haben heute gelernt, dass Jesus der König der Könige ist. Oh wow, wie toll. Darf ich auch eine haben? Na klar. Danke. Look at this. So cool. Lass uns sie mal zusammen aufsetzen. Ja, gerne. Wow, wie aufregend. Jesus hat Gold geschenkt bekommen als Zeichen, dass er der König der Könige ist. Und weißt du was? Als ich vor vielen Jahren entschieden habe, Jesus als meinen besten Freund anzunehmen und ihn König über mein Leben zu machen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wenn du heute Jesus auch in dein Herz einladen möchtest, dann bitte einfach mit mir mit. Jesus, danke, dass du mich so lieb hast und mir alles vergeben hast. Heute will ich dich in mein Herz einladen und dich König meines Lebens machen. In Jesu Namen. Amen. Hey, lasst uns das gleich nochmal auf Englisch beten. Dear Jesus, thank you for loving me and forgiving me for everything. Today I want to invite you into my heart and make you the king of my life. In Jesus' name, amen. Wow, super, wenn du das heute gebetet hast. Wir feiern dich an. So, und jetzt wird's aber richtig weihnachtlich. Okay, Kids, das war cool heute, oder? Genießt den Rest des Tages und liebe Eltern, wir freuen uns, euch gleich bei der Sunday Experience zu sehen. Ciao! Counselor, mighty God, everlasting.
9, 9, verse 6.